Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Severusdal. Genau. So. Wer wollte gerade einfach nicht sterben? So, ich würde sagen. Was ist das denn? Also. Sturm, Gewitter. Untergang. Aus der Kiste ist nur Munition drin. Okay. Schade. Hauptsächlich Schrotmunition. Ja, wir haben sehr viel Schrotmunition. Ja. Braucht keine Sau. Ach, da habe ich mein Motorrad. Okay. So. Heute ist der Tag, an dem wir sehr viel Spaß haben werden. Ja. Oh, eigentlich hätten wir vielleicht die Schwierigkeit immer nach oben stellen müssen. So, just fun. Die Antwort nehme ich jetzt mal als nein. Ha? Genau. Nee, ist schon gut. Das ist mein Auto. Ich bin gerade in der Wüste. Der Wüste ist er. Im Wüstengebiet. Was suchst du da? Ach, Öl oder was? Nee. Ich war ja in. Also. War ja schon die ganze Zeit in der Wüste und gerade habe ich ja einen Händler gefunden. Ach so. Wollte rein, aber. Der hat wohl zu, oder was? Ja. Ah, da hinten der Händler, okay. Ey, du glaubst gar nicht, wie lange ich damals gebraucht habe, diesen scheiß Händler zu finden, wo du gerade bist. Ich glaube, okay. Ich bin da mindestens 4-mal um die ganze Stadt rumgeflogen. Okay. So, ich habe ihn gerade gefunden und dachte, oh, vielleicht hat er ein paar Sachen, die wir im Moment nicht haben. Ja. Leider zu. Komisch. Sie immer zu haben. Ah. So. Und bam. So, heute wird gemetzelt. Yep. Hast du jetzt eigentlich schon Großvater das Lernelixier? Nein. Ich dachte, Schade. Wenn ich nach Hause komme, kann ich ein paar machen. Okay. Ja, und die werde ich dir geben, damit du... Ich habe schon eins. Der Blutmond dauert länger, als so ein Trank hält. Ich schau gerade, haben wir noch? Der Trank dauert... Oder hält, glaube ich, nur 4 Minuten. Warte. Hält? Ja, 4 Minuten.
Wir haben tatsächlich alles da, um dieses Ding herzustellen. Ja? Ich bin begeistert. Oh, du kannst es ja mittlerweile auch selber herstellen. Ja, kann ich und mache ich auch. Ja. So, habe ich schon mal genügend, um 3 Stück davon zu machen. Gut. Also ich finde es wirklich schön, dass man in ein Getränk Säure reintut, ne? Also vor allem im ganzen Kanister, so wie es ausschaut. Ja. Das kann nur gesund sein. Natürlich. Das Spiel würde uns doch nichts Ungesundes trinken lassen. Das glaube ich auch. Vor allem dieses Lernelixier machen, es braucht 6 Sekunden. Das ist nix. Okay. Und ganz ehrlich, ich mache jetzt halt insgesamt nochmal 4 Stück dazu. Dann habe ich 5 Stück. Da kann ich dann auch mindestens 1 dir geben. Okay. Und vor allem, das ist mal wieder so eine Sache, die man auf ein Feuer machen muss. Was wir auch schon lange nicht mehr hatten. Ja. Mittlerweile haben wir so viel Futter, dass wir ja nicht so oft kochen müssen. Ja. Also, eigentlich nie kochen. Ich weiß nicht, wann ist das letzte Mal, wann du gekocht hast? Folge 20 oder so? Keine Ahnung, aber damals hatte ich so eine große Menge gekocht. Oder hier doch eine große Menge an Eintöpfen und so weiter. Und die ist so eins davon, hast du eine große Menge oder eine große Zeit, musst du nicht mehr essen, also hält das eine gute Weile. Ich will auch ehrlicherweise noch diese Recog-Tränke trinken, dann mache ich dann 50% mehr Fernkampfschaden. Davon haben wir noch 20 Stück in der Kiste drin liegen. Mhm. Also jetzt noch, und ich habe ja schon welche rausgenommen. Wir brauchen zwar Wasser, aber davon haben wir auch mehr als genug. Ein Kojote, ja. Okay. Das Wetter ist ein bisschen scheiße, aber sonst geht's gut. Hä, hey, das Wetter ist doch nicht scheiße. Das ist eine strahlende Nacht hier. Und bei mir regnet es. Okay. Ja, das vielleicht hört demnächst auf. Es ist extrem dunkel. Und bei mir ist es extrem hell und kein Regen. Das finde ich toll, um ehrlich zu sein. Dass es verschiedene Wetterzonen gibt. Ja. Ja, ist nicht schlecht. Es ist auch realistischer. Das stimmt wohl, ja. Obwohl es nicht unbedingt realistisch ist, dass ein Schneegebiet neben der Wüste existieren kann. Okay, das ist nicht. Aber das wird jetzt einfach mal dahingestellt. Achso, da war ich den dritten Helikopter hingestellt. Dachte man schon, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich irgendwie auf den Turm geparkt habe, aber nee, habe ich nicht geschafft. Es wird abgerutscht. Beziehungsweise, ich habe es dann geschafft, aber halt. Gute Frage. Hast du hier, also den Händler hier, bei dem ich bin, hast du den auch?
Warte, du bist bei... Welche Richtung bist du? In die bist. Ja, den habe ich auch. Ah. Wieso? Es hätte ja sein können, dass du den Händler nicht hast. Ich habe jeden Händler auf der Karte. Warte mal, ich zähle mal durch, ne? Fangen wir mal bei uns an. Dann haben wir noch da üben einen, dann haben wir schon zwei, dann haben wir drei, dann haben wir da vier. Du bist der vierte, by the way. Dann haben wir fünf, dann haben wir sechs, dann haben wir sieben, dann haben wir hier den achten. Dann haben wir da noch den neunten und dann haben wir da den zehnten. Das heißt, wir haben 10 Händler auf dieser Karte. Und ich Okay. bin gerade eine Stufe aufgestiegen. Das ist Ey. gut. Sehr gut, sehr gut. Wo kann ich jetzt noch Punkte rein? Ach so. Ja, 7 Level nur noch. Sehr gut. Viel ist es nicht mehr. Ja. Du kannst hier mal Schreihälse anlocken und wieder so eine geile Torte machen. Naja, ist die Frage, wie locke ich jetzt Schreihälse an? Immer. Oh, bis jetzt ist keiner da, leider. Ich bin schon überlegen, ob ich jetzt einfach in irgendwelche Häuser reingehe, die mir schon länger nicht mehr waren, um da ein paar Zombies zu töten. Oh, scheiße. Mensch. Siehst du? So einfach geht das. Oh, ganz vergessen, wir haben ja unseren schönen Turm hier. Jupp, jupp. Ah, und jetzt wird's hell. Und ich sehe was. Das ist schön. So, die Nacht ist vorbei. Koyoten über den Haufen geworfen. Ist auch gestorben oder hast du nur über den Haufen geworfen? Die sterben nie, wenn man sie anfährt. Leider. Kann ja auch endlich mal ein zweiter Scheihast kommen. Ah, da hinten läuft China. Ja, Sehr schön. das ist gut. Das ist sehr gut, sehr gut. Zwei hier am Rumschreien. Man kann förmlich spüren, wie die Framerate schlechter wird. Ah. In diesem Fall ist es ein gutes Zeichen. Dass so viele Gegner umgenietet werden. Ja, obwohl es jetzt gerade wieder relativ wenig sind. Schalt mal weiter, zwei. Ah, da kommen schon die nächsten. Gut. Weißt du, jetzt muss ich nur noch in einem Baum. Die anderen Bäume habe ich alle voll. Nice. Oh, da kommt der nächste Scheiß. Also, wenn du noch schnell genug bist, könntest du hier mitschießen. Nee, nee, ich will schauen, ob ich hier irgendwelche Bücher und das Auto so finde. Okay. Also unsere gewünschte Bücher. Das einzige Buch, das uns noch fehlt. Yep.
Oh, da kommt noch ein Streichholz. Jetzt habe ich schon 4 um mich rum. Sehr gut. Je mehr, desto besser. Yep. Und ich bin tatsächlich schon ein Level aufgestiegen. Ja, das ist gut. Oh, da kommt noch einer. Aber das Ding ist, es sind immer mehr radioaktive Zombies hier. Ey, aufhören. Mit voll kotzen. Widerlich. Ach mein Gott, ich sag bloß, das war's schon. Ja. Okay, ich sag mal, so ein MP ist fast kaputt. Ich habe über 2 komplette Stapel an Munition verballert, aber das war's schon. Ach man, oh. Naja. Level 6 Border, brauchst du einen? Nee. Komisch, ich auch nicht. Aber der Händler kann sicherlich damit was anfangen. Da bin ich mir sicher. Okay, dann auf zum Händler. Sachen verkaufen und dann sehen wir weiter. Mach das. Oh. Schrei was? Was? Ein Schrei was? Irgendwo ein Zombie gestehen. Ich weiß nicht, was das für ein Zombie ist. Auf jeden Fall sehe ich, dass du wieder Spaß hast. Oh, ja. Schei heiß. Hey, nicht da reinlaufen. Besser. Ah, komm mal mit. Haben wir hier auf die Ecke. Au. Oh. Gut. Dann ist bei mir die nächste Welle am losgehen. Sehr gut. Sehr gut. Wieso haben wir das eigentlich nicht schon früher gemacht? Weil wir... Keine Ahnung. Würde gerade sein, weil wir ja nicht dran gedacht haben, aber wir hatten, glaube ich, schon mal dran gedacht. Aber wir haben nicht dran gedacht, so einen Turm einfach zu bauen. Ah. Gerade ein... Dings gefunden. So ein Buch, der sah aus, als würde es um Waffen gehen, aber es ist Schrotflint Messias. Oh. Ja, ich war auch enttäuscht. Naja, ich sag mal, so an sich ist es richtig. Es fehlt nur die Feuerrate. Ja. So. Und wieder eine Stufe aufgestiegen. Sehr gut.
Frag mich, ob du dann weiterhin auflevelst. Ha. Ist die Frage, ob das Aufleveln danach vielleicht noch irgendwas bringt. Es bringt überhaupt nichts. Naja, vielleicht kriegst du danach irgendeinen Bonus. Wenn du es nicht mehr in irgendwas reinstecken kannst, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ich glaube zwar nicht, dass die sowas gemacht haben, aber es wäre cool, wenn die das gemacht haben. Ja. Warum ist ernsthaft kein zweiter Schrei hast gespawnt? Ja, irgendwo bei uns in der Base noch einen zweiten Zombie. Ah, hier. Oh, da ist noch ein zweiter Schrei heiß. Ich wusste es, dass hier noch einer ist. Aufsteigen. Hallo, Händler. You don't look so good. You might want to get some antibiotics for that. Okay, mal sehen. Was hat die gute Frau? Nichts. Jo. Verkaufen. Kaufen. Kaufen. I just knew you'd find something you'd like. Der hat nur Munition. Ja. Falls wir jemals wieder Sim Days to Die spielen, schauen wir, dass wir in der Nähe der Händlerin kommen. Die ist wenigstens freundlich. Freundlich und nett. Wenn ich die ganze Zeit vom anderen Vollidiot die ganze Zeit angeschnauzt werden. Vor allem die Händlerin, die entschuldigt sich sogar, wenn sie dir nichts verkaufen konnte. Dadurch denkt sich einfach nur, fick dich, Junge, wieso bist du überhaupt hergekommen? Ja. Und sie sagt, da ich etwas gekauft habe, sie wusste, dass du etwas findest. Ach ja. Ja. Wenn wir jemals das machen, dann... Also der Ort, an dem wir waren, war eigentlich gut. Also diese Scheune. Ja. Mit den Stelzen und so allem. Also. So. Okay, ich glaube, der Turm, der hält nicht mehr wirklich viel aus. So viel Zombies wie hier gerade außenrum am anfressend sind. Und du machst es. MP ist kaputt. Schnell mal reparieren. Was hat der? Tactical Repair.
schade, so schade. Ich finde aber noch, für Headshots sollte man mehr XP kriegen. Also, es ist jetzt so, dass du für Headshots, glaube ich, wie viel? 350% mehr Schaden machst oder so? Ja. Ach, das ist genug. Ach, geh. Okay. So. Ah, verdammt, das habe ich, glaube ich, meinen letzten Scheiß erschossen. Okay. Mal sehen, vielleicht kommt gerade noch einer. Bin ich bis jetzt noch nicht sehe. Also ich bin nochmal eine Stufe aufgestiegen. Ja, das ist gut, aber. Ja, war der letzte. Ach, verdammt. So, ich habe wieder 4 Punkte. Das heißt, wir fehlen 3 Level. Nee, 5 Level. Hä? Fehlen mir jetzt 5 oder 3? Nee. Verteil die Punkte und dann weißt du, wie viele. Ja, es sind 5. Sorry. Kein Problem. So. Ah ja. Ein Block ist kaputt. 2 Blöcke sind kaputt vom Turm. Und ein paar sind relativ gut angekratzt. Okay. So. Überfahren. Bam. Und es sind auch 2 Blöcke kaputt, also außenrum vom Turm. Zu Boden. Okay. So, es ist schon 9.39 Uhr. Ah, Zombie, aber das ist noch ein anderer, leider. Naja. Bam. Und freust du dich auf Sons of the Forest? Ja, tatsächlich schon. Ich bin schon gespannt, was sich so wegen alles verbessert haben. Und worum es in der Story geht. Also nach der Steam-Seite zu urteilen, geht es ja darum, dass du ein Söldner bist, der auf die Insel kommt, weil du deinen Auftraggeber, einen Milliardär, suchen musst. Solange ich dann die Milliarden bekomme, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob du Milliarden bekommst, aber ich glaube, da wirst du gut bezahlt. Oder wir werden gut bezahlt. Und hier war. Oha, meine Drohne war zerstört. Okay. Weißt du, was die Drohne macht, wenn sie zerstört ist? Explodiert? Nein, die bleibt einfach auf der Stelle stehen und wartet, bis du sie aufnimmst und reparierst. Okay. Ich hätte echt gedacht, dass die dann einfach kaputt geht. Aber nein, die ist wie eine Waffe. Einfach zum Reparieren. Gut zu wissen, würde ich sagen. Ja. Dann macht halt wirklich keinen Sinn, dass du eine Stufe 6 Drohne hast oder so, weil es scheißegal ist. Ja. Es dauert einfach länger, bis du sie reparieren musst. Das stimmt, ja. Das ist das Einzige. Es ist ja nicht so, dass die Gegner sie oft angreifen. Ja. Wenn es noch so wäre, dass sie kämpfen würde und deshalb Verschleiß hat und langsam kaputt geht, dann würde ich sagen, ja, okay, dann macht es Sinn, eine bessere Drohne zu nehmen. Ja.
Also hier war übrigens gerade wieder so eine kleine Zombie-Horde, die halt einfach so gekommen ist. Ist mir zuvor noch nie aufgefallen, dass da einfach mal so kleine Zombie-Horden kommen irgendwie. Ja, ab und zu sind Zombie-Horden unterwegs. Das war jetzt halt in den letzten Tagen schon relativ häufig welche, also vielleicht, keine Ahnung, weil wir so weit vorangeschritten sind, kommen die wegen öfters oder so? Keine Ahnung. Naja. Kein Glück. You have a great day now. Vor allem, ich habe gerade einfach mal 74 von den Dietrichen dabei. Ich brauche den nicht mal mehr. Na, und wirklich jeder andere Händler ist freundlich und zuvorkommend. Jetzt ja, bei uns. Wir haben eine schlechte Entscheidung gemacht, indem wir gesagt haben, wir bauen hier. Nicht im eigentlichen Sinne, aber ja. Schlecht. My senses have picked up something. Warst du schon mal in diesem Gebiet hier? In der Richtung. Achso, ja, da war ich schon. Also sogar genau in dem Gebiet, wo du gerade bist, das habe ich schon für mich entdeckt. Ja. Das ist ein kleiner Teil da. Das sieht alles verbrannt und du weißt nicht was aus. Ja. Verstrahlt. Und wenn du da aussteigst, dann wirst du auch relativ schnell von Zombies überrannt. Also da spawnen relativ viele, relativ schnell. Okay, testen wir es mal. Ich dachte, vielleicht wäre das dieses radioaktive Gebiet, das du mal erzählt hast. Das ist was anderes, wo du gerade bist. Ja, aber ich dachte, vom Aussehen her könnte es. Es könnte das sein, ja, aber das radioaktive Gebiet, also ich glaube sogar nicht, dass das Gebiet selber radioaktiv ist, sondern halt einfach nur diese riesige grüne Wand. Wenn du da die antatscht, dann verreckst du auf jeden Fall durch Radioaktivität. In dem Sinne. Okay. Oh, wir sind schon bei 34 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.